Nach dem Abgasskandal eines eher weniger bekannten Autokonzerns weiß jeder, dass manche Autos zu viel Schadstoffe produzieren. Was das für Schadstoffe sind und wie versucht wird, weniger davon zu bekommen, ohne zu tricksen, seht ihr jetzt. So, um die Schadstoffe im Abgas zu verringern, braucht man entweder einen Cheat-Software oder aber einen guten Katalysator. Warum? Weil aus dem Verbrennungsmotor im Auto allerhand schlechtes Zeug rauskommt und das verschmutzt dann die Umwelt. Die Idee vom Katalysator gab es schon früher, aber erst seit 1973 gibt es ihn auf dem Markt. Vorher hat die Realisierung nicht geklappt. Schauen wir uns mal den Aufbau eines Katalysators an. Wir haben erstmal ein Gehäuse, das als Grundgerüst dient. Weil es hier sehr heiß werden kann, wird hier Keramik verwendet. In das Gehäuse kommen dann vorne die Abgase rein. So, jetzt zoomen wir mal ganz weit ins Gehäuse rein. Ihr seht, irgendwie ist da noch eine komische Schicht drauf. Das ist der sogenannte Washcoat. Den kann man sich als poröse Schicht von Aluminiumoxid vorstellen, die die Oberfläche vergrößert. Die Oberfläche ist durch den Stoff so groß, dass ein Gramm hiervon die Oberfläche von einem Fußballfeld hat. Also krank groß. Das ist aber auch wichtig, weil im Gehäuse schwirren jetzt ja die Abgase rum. Und die reagieren jetzt an der großen Oberfläche. Aber nicht an der Schicht, sondern an Edelmetallen, die in der Schicht eingelagert sind. Die Metalle sind meistens Platin, Palladium oder Rhodium. Also eine Menge von teurem Bling-Bling-Scheiß. Aber was passiert jetzt genau mit den Gasen an den Metallen? Dazu wiederholen wir kurz, was eigentlich ein Katalysator drauf hat. Ein Katalysator allgemein verringert die Aktivierungsenergie und beschleunigt verschiedene Reaktionen. Unser Autokatalysator kann dabei was ganz Besonderes. Der beschleunigt nämlich Reaktionen, bei denen die Schadstoffe in ungefährlichere umgewandelt werden. Das können zum Beispiel sein Kohlenstoffmonoxid, Stickoxide oder organische Moleküle. Schauen wir uns die drei wichtigsten Reaktionen des Drei-Wege-Katalysators genauer an. Zum einen die Oxidation von Kohlenstoffmonoxid zu Kohlenstoffdioxid. Dann die Reduktion von Stickoxiden durch Kohlenstoffmonoxid zu Kohlenstoffdioxid und elementarem Stickstoff. Und zuletzt die Oxidation von organischen Kohlenwasserstoffen zu Kohlenstoffdioxid und Wasser. Jetzt denkt ihr euch, Kohlenstoffdioxid ist doch voll schlecht, oder? Warum wandelt man das Gas dann herum? Ja, Kohlenstoffdioxid ist schlecht, aber immer noch besser als die anderen Schadstoffe, die vorher da waren. Und genau das haben wir ja vorhin gesagt. Unser Katalysator wandelt die Stoffe nur in welche um, die ungefährlicher sind. Heißt nicht, dass der Scheiß plötzlich gesund wird. Ein Problem beim Katalysator gibt's. Die ganzen Reaktionen laufen erst bei ca. 500 Grad Celsius richtig gut ab. Bis der Katalysator aber so heiß wird, dauert es aber etwa 5 Minuten. Deshalb ist der Schadstoffausstoß die ersten paar Minuten auch höher. Aber ab dann läuft's und wir können unsere Schadstoffe umwandeln. Wenn euch das Thema Katalysator und seine Wirkungsweise genauer interessiert, schaut euch einfach das Video hier über die Aktivierungsenergien an. Postet mal in die Comments, wie euch das Video gefallen hat. Ansonsten gilt immer, haut rein und macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.